Ja. Ja. Oh, Gewinn machen. Knapper. Also eigentlich ein guter Deal, ne? Das ist aber immer noch teurer als deine Mutter. Ja. Da freut sich der Jan. Ja. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Okay, jetzt habe ich nochmal das gleiche wie du gesagt. Ist doch egal, ich fand's gut. Ja, du hast ja heute ein paar Pakete mit zu mir gebracht. Genau, und zwar wir werden heute die Saturn Mystery Boxen testen und die Mediamarkt Mystery Taschen zu einem gewissen Wert. Hier zum Beispiel. Der war schon an Vikas Arsch und in Tinas Gesicht. Also hier ist quasi. So, hier haben wir quasi 50 Euro ausgegeben. Deutsche Memes aus Vikas Arsch. Und hier soll ein Mindestbestellwert von 140 Euro drin sein. Mm. Ein Mindestwert von 144 Euro drin sein. Deswegen werden wir jetzt mal testen, ob sich diese Boxen überhaupt lohnen. Ich bin auch mega gespannt. Also man kann ja hier sehen, was so der Wertinhalt hiervon, der ist also über 120 Euro. Ich will jetzt nicht so heftig schütteln, aber ich bin mal sehr gespannt, was so in den... Ja! Ja! Was so in den Boxen drin ist. Und dafür haben wir nur 60 Euro ausgegeben. Das heißt, wir müssten theoretisch das Doppelte im Gewinn machen. Knapper. Also eigentlich ein guter Deal, ne? Das ist aber immer noch teurer als deine Mutter. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Wir werden die Sachen, bleibt auf jeden Fall dran. Es wird nämlich Verlosungen geben über diese... über die Sachen. Guck mal, was mein Herd alles kann. Und ihr habt kann dein Herd das auch? Ach nee, das sind ja jetzt die Niagara-Fälle. Aber auf jeden Fall habt ihr die Chance, die Sachen zu gewinnen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Und da erfahrt ihr, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß. Okay, mit welcher Box sollen wir anfangen? Mit der hier. Okay. Gisela hat diese Box gewählt. Okay, die erste Box wird... Wie lieb bist du die direkt aufreißen? Ich habe das sehr liebevoll gemacht. Und hier drinnen befinden sich ein Wireless Charger. Das ist ja eigentlich voll cool. Das ist, um sein Handy drahtlos aufzuladen. Ach, cool. Und dazu befinden sich noch... Kopfhörer. Sind das besondere Kopfhörer? Das sind Earbuds. Du wolltest sogar Buttplug sagen. Nein. Und da ist doch sogar noch mehr drin. Und zwar einmal ein USB-Stick für 32 GB. Das ist nice. Das kann man gut gebrauchen. Das ist nice. Und nochmal Ohrstöpsel. Also, ich würde schon sagen, eigentlich finde ich die Sachen mega nice, oder? Hier die beiden Kopfhörer auf jeden Fall. Ja, und das ist der USB-Stick. Ach so, das sind Ohrstöpsel gegen Lautstärke. Ach, das ist gar nicht für Musik? Nee, das ist ein Gehörschutz. Zweimal. Einmal in schwarz und einmal in weiß. Für die Festivalgänger unter uns. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber... Trotzdem waren wir auf einem Festival. Wir wurden nach einem Tag rausgeworfen, also macht euch nicht Sorgen. Hab jetzt einfach mal ganz spontan diese Tüte genommen vom Mediamarkt, den Wert von 50 Euro. Hier drinnen befinden sich... Ich habe schon was gesehen, das sah krass aus. Das habe sogar ich gesehen, und zwar mehrere Xbox-Spiele. Hä, wie viele sind das denn? Krass! Zum Beispiel Risk of Rain 2. Noch nie gehört. Und Astroneer. Das ist mir zu peinlich, ich kenne davon nicht. Ich kenne die auch nicht. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. World of Warships, das ist... Ah, das habe ich schon mal gehört, das ist auch dabei. Und This is the Police. Also, fuck the Police! Also ich bin wirklich ganz ehrlich zu euch. Ich kenne keines dieser Spiele, aber es ist bestimmt für den einen oder anderen Gaming-Abend cool, wenn ihr in Corona-Zeiten zu Hause sitzt und nicht wisst, was ihr tun sollt. Es sei denn, ihr seid Influencer, dann dürft ihr alles. Also, wir haben vier mega krass coole Xbox-Spiele hier am Start. Finde ich nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Trotzdem mag ich den USB-Stick lieber. Gibst du Daumen hoch oder Daumen runter für die Box? Oder für die Tüte? Okay, das ist die für 80 Euro, wo auch wieder ein Wertinhalt von 165 Euro drin sein soll. Bin ich mal gespannt. 165,84. Man hört steht da drauf. Ja. Oh nein, jetzt kommt die Werbemaske zum Einsatz. Wir sind wirklich seriös. Soll ich das öffnen? Ja. Trommelwirbel. Und da drinnen befindet sich eine Drohne. Was? Da ist eine Drohne drin? Da ist eine Drohne drin. Oh mein Gott, wie krass. Geil, da ist eine Uhr drin mit elektrischen Bildschirm. Geil. Das ist so eine Fitnessuhr. Ja, das meinte ich. Und Kaffeebohnen sind da drin. Ah. Ich hätte heute gar nicht einkaufen gehen müssen.
Dann hätte ich auch die beiden dämlichen Zwillinge nicht sehen müssen. Schöne Grüße an Dennis und Benny. Hi. Von Worldwide Wohnzimmer. Ey, jetzt mal no joke, diese Drohne kostet über 100 Euro, ne? Das ist eine Drohne, diese Fitness-Uhr und Kaffee. Ja. Hey, also ich muss sagen, bis jetzt die Drohne... Das ist geil. ...ist übertrieben geil. Eigentlich würde ich die gar nicht verschenken. Dann würde ich die Uhr auch nicht verschenken. Und den Kaffee brauche ich. Nein, Leute. Nein. Ihr kriegt die Sache natürlich trotzdem. Aber trotzdem mega... Okay. Zurück zu unserem Mediamarkt-Tüten, oder? Muschelmarkt. Okay, weiter. So, da kommen wir zu Mediamarkt-Tüte Nummer 2. Mit einem Warenwert von insgesamt 40 Euro. Ich bin gespannt, was sich da drinnen befindet. Ich auch. Nice Scheiße. Ach, 94 Euro Warenwert sogar. Aber bezahlt nur 40. Wieder geschnappt. Was befindet sich in... Oh, ich sehe schon was. Ich sehe auch was. Und zwar, hier drinnen befindet sich einmal ein Festnetztelefon. Willkommen in den 90ern. Das ist sogar ohne Kabel. Wie geil. Hier drinnen befindet sich außerdem ein Spiel Slay the Spire. Ach, für Nintendo Switch. Ah, das ist doch auch nicht schlecht. Ein Nintendo Switch Game. Weiteres Spiel für die PlayStation 4 und zwar einmal Island Express. Yoko's Island Express. Cool. Geil, ein Festnetztelefon. Geil. Schnell hol den Tamagotchi raus. Okay, sind wir ganz ehrlich. Also ich glaube, das war bis jetzt die schlechteste Tüte, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber benutzt ihr noch ein Haustelefon? Also so? Ich habe kein Festnetz hier. Und vielleicht kann es jemand von euch gut gebrauchen. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielleicht haben manche von euch Großeltern. Ja, eben. Oder meiner Oma würde ich es uns geben, glaube ich. Meine Großeltern haben auch noch Festnetz. Ich muss auch dazu sagen, es war wirklich nicht einfach, diese Sachen zu kriegen. Wir sind, glaube ich, durch 3, 4 Mediamarkts gefahren, beziehungsweise durch voll viele Saturns gefahren, damit wir diese Boxen überhaupt finden. Falls ihr auch Interesse habt, sowas mal zu öffnen, schaut auf jeden Fall nach. Wir wissen nicht, ob es sowas noch gibt, aber ihr könnt mal im Mediamarkt oder Saturn eures Vertrauens nachschauen. Weiter geht's! Ey, warum machst du das so gewaltig? Ich öffne jetzt die nächste Box von Saturn mit einem Warenwert von über 93 Euro. So, da drinnen befinden sich einmal ein kosmetisches, ein Gesichtshaarentferner. Im weiteren befinden sich da drinnen auch Kaffee-Vollautomat-Hygienereiniger. Da ist sogar meine Kaffeemaschine drauf abgebildet. Das ist antibakteriell. Das ist geil. Das ist für die Kaffeemaschine super. Und, wie heißt das? Knicklichter. Knicklichter sind immer gut für jede Party. Da muss ich dann denken, wo ich noch klein war. Und nochmal ein Handy-Aufwärmer. Auflader. Hier ist noch was drin und zwar, ach, das ist ein Feuermelder sogar und ein Kohlenmonoxidmelder. Das ist immer wichtig, sowas kann man immer gut gebrauchen. Das ist ein Kohlenmonoxidmelder, das ist cool, das ist ein Sicherheitsprodukt sogar. Okay, dann kommen wir jetzt schon mal zur letzten Mediamarkt-Tüte. Im Warenwert für 148 Euro, hat aber nur 45 Euro gekostet. Okay, let's go. So, in dieser Mediamarkt-Tüte. Boah, ich glaube, da sind krasse Sachen drin. Das ist krass. Hier drin befindet sich ein Adapter für verschiedenste Anschlüsse, also USB, Samsung. Oh, das ist übertrieben praktisch. Das ist echt cool. Der hätte normalerweise 100 Euro gekostet. Also dieser Adapter, der ist cool. Der ist cool. Mega nice, wirklich mega nice. Das hier ist eine Maustaste von Microsoft in Orange. Das ist auch ziemlich cool. Und die ist kabellos. Die verwende sogar ich. Das hier ist eine Farbpatrone in Schwarz für den HP-Drucker. Das sind genau die, die ich auch verwende für meinen Drucker. Euer Produkt ist scheiße. Dieser Drucker macht einen Scheißdreck. Und noch ein Kabel. Ja, das ist ein LAN-Kabel, was einfach so in die Buchse, in die Wand reinkommt. Also nicht in die Buchse, sondern in die Buchse an der Wand. Also ich muss sagen, bis jetzt, also wir haben auf jeden Fall coole Sachen. So, wir das haben, ist schon ziemlich geil. Wir haben Games, wir haben so ein Wireless... Wir haben Hygienereiniger für die Kaffeemaschine. Wir haben so ein Wireless-Aufladeding, wir haben Spiele. Also ich muss sagen, das Fitnessband, die Maus und dieser Adapter und die Drohne sind meine Favorites bis jetzt. Eine Box ist noch übrig und das ist dieser Tonbox. Das hat einen Inhalt mit einem insgesamten Warenwert von über 91 Euro. Oh. Und wir haben nur 50 dafür bezahlt. Das stimmt, nur 50 dafür haben wir bezahlt. Der türkische Trommler. Ja. Okay, hoffentlich habe ich es nicht kaputt gemacht.
wieder Flüssigkeiten. Ein Spülmaschinenreiniger. Das ist die gleiche Marke. Das ist so praktisch für die Spülmaschine, weil ihr glaubt gar nicht, wie viele Bakterien sich in der Spülmaschine absetzen. So, und weitere, noch eine Drohne. Noch eine Drohne? Ja, noch eine Drohne. Krass. Die sieht sogar noch krasser aus als diese Drohne hier, ne? Finde ich, oder? Bisschen hochwertiger noch. Also schon allein das die Verpackung. Etwas hochwertiger, ne? Und man kann die hier auch mit dem Handy, das ist sogar eine Drohne, die man mit dem Handy steuern kann, Freunde. Und zwei Zahnbürsten. Zahnbürstenersatzköpfe. Ach, also für so eine elektronische wahrscheinlich. Genau. Und nochmal ein... Noch ein Wireless-Charger! Noch ein Handy-Aufladegerät. Oh mein Gott! Das ist doch geil. Also mit den meisten Sachen kannst du auf jeden Fall viel anfangen. Ja, safe. Würde ich auch sagen. Eine coole Idee, das zu verlosen. Steckst du gerade die Leuchtstäbchen in das Ding rein? Was würdest du am liebsten behalten? Also wenn ich so überlege, was ich am liebsten behalten würde... Also ich schwanke zwischen der Uhr oder hier der Kaffeemaschinenreiniger. Ich muss sagen, ich finde die Drohnen am coolsten. Und die ganzen da Games. Da freut sich das Spiel, Kind. Ja, ja, ja. Und die ganzen Spiele natürlich. 5 Stück haben wir alleine. Dann haben wir noch 2-mal diese Lautstärken-Dinger hier. Um die, falls ihr gerne auf Baustellen seid oder euch für sowas interessiert, habt ihr dann keine Probleme mit euren Ohren. Und wir haben ganz viele andere tolle Sachen. Also ich fand's cool. Ich auch. Findest du, dass es sich gelohnt hat? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich freue mich sehr auf die Verlosung. Ich mich auch. Wir hoffen ihr auch, Leute. Okay, Freunde, falls ihr Bock habt, sowas zu gewinnen, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung oder beziehungsweise unten in die Kommentare. Dort werden wir nochmal genau erklärt haben, wie ihr das Ganze gewinnen könnt. Alles, was ihr hier seht, wird verlost. Die Anleitung seht ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und wir werden das Gewinnspiel über Instagram austragen. Genau. Wir wünschen euch dabei viel Erfolg und hoffen, dass ihr Dinge hierbei gewinnt, an denen ihr auch Freude habt. Und wenn ihr Lust habt, dass wir so Sachen häufiger mal testen, so Boxen oder vielleicht wir auch... Wir verlosen auch die Katze Arsch. Oder vielleicht auch andere Produkte mal testen, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Wir wünschen... Avika! Oder wir testen verschiedene Pömpel, das geht natürlich auch. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat und dass wir uns vor einem nächsten Video wiedersehen. Schreibt uns gerne mal, welche Box eure Lieblingsbox seid oder was davon ihr am coolsten findet. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss, macht's gut. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being like to. You made this mess and left me with the pieces.